WoW Classic hat mich, wie ihr es mittlerweile wisst, seit geraumer Zeit in seinen Bann gezogen und ich komme von diesem Spiel einfach nicht mehr weg. Ich will auch nicht mehr weg davon, im Moment zumindest, weil es einfach ein Spiel ist, worauf ich habe lange gesucht oder habe lange gebraucht, bis ich ein Spiel gefunden habe wieder, worauf ich mich nochmal so einlassen konnte, wo ich mich wieder so reinfallen lassen konnte. Und deswegen ist WoW Classic momentan einfach von eigentlich keinem Spiel so richtig ablösbar. Nicht mal Trials of Mana hat das vor kurzem geschafft. Ich habe mir allerdings jetzt hier ein paar Gedanken gemacht, welche Spiele, hauptsächlich sind es natürlich Fortsetzungen von irgendwelchen Spielen, welche Spiele mich von WoW Classic wieder weglocken könnten. Da sind natürlich einige Sachen bei, wo jetzt vielleicht bald ein neuer Teil von rauskommt. Da sind ein paar Sachen bei, wo ich mir das einfach nur wünsche. Und natürlich auch noch ein paar andere Überlegungen sind mit dabei. Deswegen starten wir nun mit den Spielen, die mich eventuell von WoW Classic weglocken könnten. Das ist übrigens das erste Video zu meiner letzten Frage aus dem letzten Video, von meinem Monatsrückblick, wo ich gefragt hatte, hey, habt ihr nicht irgendwelche Ideen oder habt ihr irgendwie Themen, worüber ich mal sprechen könnte? Und ein Thema oder ein Themenvorschlag war halt Spiele, die mich von WoW weglocken könnten. Das war mit Sicherheit irgendwie so ein kleiner Scherz auch vom guten Florian von den Zock Amigos, aber ich fand diese Idee eigentlich ziemlich gut, weil sie gerade aktuell voll hier reinpasst. Deswegen nehme ich das jetzt direkt mal auf und mache dazu ein Video. Nun gut, starten wir aber nun mit dem ersten Spiel. Für das erste Spiel muss ich den Hintergrund grün machen, nicht weil es ein Xbox One Game ist, sondern weil die Verpackung von diesem Spiel damals grün war. Und zwar rede ich hier von World of Warcraft The Burning Crusade. Wenn da eine Classic-Version kommen würde, Mann, das wäre aber... Ach komm, wir lassen das. Das war witzig, oder? So, nein, natürlich fangen wir an mit dem ersten Spiel, was mich tatsächlich vom WoW Classic weglocken könnte. Und zwar... Das werdet ihr gleich feststellen, das ist alles eine ähnliche Richtung, diese Spiele. Irgendwie Rollenspiele und sowas, ne? Denn aktuell habe ich da einfach irgendwie Bock drauf, so, ne? Und zwar das erste Game ist The Witcher. Beziehungsweise es wäre dann der Nachfolger hierzu, nämlich The Witcher 4. Im Grunde eigentlich haben sie es ja schon dementiert, dass ein Witcher 4 irgendwie nicht kommt. Man weiß ja auch gar nicht so richtig, mit wem es dann kommen würde. Ich will jetzt da nicht spoilern irgendwie aus dem dritten Teil hier, wer das noch nicht gespielt hat. Macht es übrigens, also wer das noch nicht gespielt hat, auch die ganzen anderen Sachen, die noch kommen. Wer das nicht kennt, spielt es. Das sind alles geniale Sachen hier. Deswegen, ja, The Witcher 4 wäre auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Und ich glaube, auch wenn sie jetzt sagen, okay, die Story um Geralt ist eigentlich irgendwie abgeschlossen, so, dass sie trotzdem noch irgendwas da rausholen könnten. Ein Spin-off oder sowas, wie sie es bei Uncharted gemacht haben, ohne Nathan Drake, nur mit den beiden Damen. Sprich hier dann mit Ciri. Könnte ich mir auch noch irgendwie vorstellen, aber den Witcher, den Geralt von Rivia nochmal zu spielen in einem neuen Abenteuer, einem komplett neuen, nicht nur ein Add-on oder sowas, das fände ich doch schon, das wäre nochmal was, ne? Weil The Witcher 3 ist einfach eines der besten Rollenspiele oder generell der besten Spiele der letzten 10 Jahre meinetwegen. Unfassbar gutes Ding und ich hätte wirklich gerne, wenn dann die neue Konsolengeneration kommt, die PlayStation 5 oder so, ne, die übrigens auch mich mit Sicherheit spätestens dann von WoW Classic weglocken wird, wenn sie rauskommt, wenn dort ein The Witcher 4 kommen würde, mit noch krasserer Optik, wie es damals schon war und genauso ein episches Abenteuer, wie das damals war, das wäre schon richtig gut. Ne? Also The Witcher 4 würde mich mit Sicherheit von WoW Classic weglocken können. Ein weiteres Spiel oder eine Spielereihe, wo auch in der Tat in den nächsten Jahren ein neuer Ableger von kommen wird, ebenfalls wäre es der vierte Teil der Reihe, ist ja eins meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt. Wenn ich so über die kompletten Jahre zurückgucken müsste, in denen ich jetzt schon Videospiele spiele, wäre mit Sicherheit WoW auf Platz 1 und kurz dahinter kämen dann so Sachen wie Secret of Mana und The Ocarina of Time und aber auch im gleichen Atemzug genannt wäre Diablo. Und ne, ihr wisst es, Diablo 3, ihr seht es, ich habe es hier 5 Milliarden Mal gekauft. Das ist einfach eins meiner absoluten Lieblingsspiele auch aus den letzten Jahren gewesen. Ist es immer noch, also ne, ich würde da immer mal wieder reingucken. Diablo 4, ne, das wäre tatsächlich was, wenn das jetzt irgendwann kommt, spätestens dann wäre ich, ist was umgefallen hier, ne? So, ich tue es wieder auf Seite. wäre das was, was mich von WoW weglocken könnte. Natürlich ist es irgendwie ähnlich. Also natürlich ist es kein MMO, man kann es nicht mit WoW vergleichen in dem Sinne, weil man halt nicht mit
denselben Leuten immer spielt. Kann man natürlich machen, klar, man kann immer in kleinen Gruppen so sich treffen und zusammen zocken, auf jeden Fall. Aber da ist natürlich viel, viel unverbindlicher oder unverbundener, als das jetzt bei WoW der Fall ist. Ne? Wenn ich mich jetzt gleich bei WoW einlogge, mit Sicherheit werde ich das gleich tun, dann sind da Leute, die da auf mich warten, in Anführungszeichen. Ne? Wenn sie jetzt natürlich schon eine Gruppe haben und machen irgendwas, das ist cool, aber es kann natürlich sein, dass ich online komme und sie schreiben, hey, Wulle, komm, wir brauchen einen Tank, mach mal mit, so, und dann geht's rein und dann spielen wir was zusammen. Und das ist halt eine Gemeinschaft, in der man ist. Das hat man bei Diablo natürlich nicht. Da kann man mit jedem beliebigen, wie man Bock hat, mal eben eine Runde zusammen zocken. Und das ist aber auch cool. Und genau das ist auch das, was mich bei Diablo 3 damals so lange an der Stange gehalten hat. Einfach, weil es schnell mal eine Runde spielbar ist, was bei WoW gar nicht der Fall ist. Wenn ich mich da einlogge, dann nur, wenn ich Zeit habe. Na klar, kann man mal kurz zwischendurch twinken oder so ein Kram, aber im Regelfall unter einer Stunde oder zwei Stunden lohnt sich das eigentlich nicht, groß was zu machen. Wenn man nicht gerade twinkt. Ja, deswegen Diablo 4 auf jeden Fall, wenn das kommt, dann bin ich wahrscheinlich in diesem Spiel wieder für Wochen, Monate verschwunden. Wir switchen mal kurz zur Nintendo Switch, denn da gab es im vorletzten Jahr ebenfalls ein Spiel, was ich mega gefeiert habe, weil es mich einfach an alte Rollenspiele erinnert hat und ich fand einfach das ganze System, was dahinter steckte, mega gut mit den Charakteren, mit den verschiedenen, mit dem Grind- und Level-System und sowas. War genau meins. Die Rede ist natürlich von Octopath Traveler, Teil 2 in dem Fall dann. Ne? Also wenn hierzu ein zweiter Teil käme mit einer ähnlichen Optik. Natürlich können sie da irgendwie noch was umändern oder so. Ihr kennt das damals, wenn man sich zum Beispiel Secret of Mana anguckt und guckt dann Secret of Mana 2, beziehungsweise halt Seiken Densetsu 2 und 3 an. Die sahen ja auch ziemlich unterschiedlich noch aus, obwohl es irgendwie die gleiche Reihe war und auch die gleiche Engine war so oder eine ähnliche. Aber die sahen unterschiedlich aus und das könnten sie natürlich hier auch machen. Klar können sie diesen Hintergrundeffekt, diese Unschärfe und so mit reinbringen, aber einfach ein paar andere Texturen oder so ein Kram, das denke ich mal, würde wirklich gut funktionieren. Und dann auch eine ähnliche Aufmachung, dass man eine große Weltkarte hat mit verschiedenen Charakteren, eine andere Story. Vielleicht schaffen sie es dann auch, die Story der einzelnen Charakteren auch so ein bisschen zusammenzubringen, was sie hier ja erst ziemlich am Ende geschafft haben. Und das wäre eigentlich so auch ein Spiel, wo ich mir denke, ja, wenn das jetzt angekündigt würde, dann würdest du mit Sicherheit nochmal die Switch auspacken und nochmal WoW schließen. So, ne, wenn Octopath Traveler 2 kommen würde. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ne? Ihr wisst, wie ich davon geschwärmt habe. Ich war auch damals beim Dennis von der Game Mansion mit am Start. Wir haben da eine kleine Review zusammen gemacht, so einen Meinungsaustausch. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das Ganze hier oben irgendwo. Könnt ihr euch gerne mal angucken, da seht ihr dann oder hört ihr meine ausgiebige Meinung zu dem Game. Ne? Sehr, sehr cooles Spiel gewesen damals. Machen wir mal einen kurzen Break mit den Rollenspielen, beziehungsweise mittlerweile sind es auch schon irgendwie Rollenspiele geworden. Ich habe jetzt auch extra mal nur die letzten beiden Ableger dieser Reihe hier rausgekramt, weil wenn ich alle Ableger dieser Reihe jetzt genommen hätte, das wären nochmal genauso viele Hüllen gewesen wie jetzt gerade schon. Ich rede nämlich von Assassin's Creed und dann in diesem Fall, wir wissen es ja mittlerweile, Assassin's Creed Valhalla. Meine Fresse, was ist das bitte? Es gab schon lange Gerüchte, dass es irgendwie Assassin's Creed nordische Mythologie, Assassin's Creed, wie soll das noch heißen? I don't know. Assassin's Creed, Kattegat, keine Ahnung, ist auch egal, auf jeden Fall. Ich hatte schon lange die Hoffnung, dass es ein Assassin's Creed im Wikinger-Universum oder im Wikinger-Style gibt. Dass sie jetzt wirklich sowas gemacht haben, großartig. Bei God of War hat mir das Ganze schon unfassbar gut gefallen, weil für mich nämlich die griechische und die ägyptische Mythologie, ne, in dem Fall hier Origins und Odyssey, die sind für mich irgendwie schon so ein bisschen ausgelutscht. Ne? Also klar, die nordische Mythologie fängt jetzt auch so langsam an, dass sie so ein bisschen häufiger vorkommt und man da irgendwie übersättigt ist. Ich nicht, weil ich ein absoluter Wikinger-Fan bin und nordische Mythologie einfach mega interessant und cool finde. Und deswegen ist Assassin's Creed Valhalla einfach ein Ding, das werde ich mir auf jeden Fall zu Release dann geben. So, wenn man sich einen Trailer anguckt, der da im Netz kursiert, so die letzten Wochen, mein Gott, wie krass, also das ist einfach, ich bin gespannt, wie sie das Setting zwischen den Assassinen, ne, und den Wikingern, wie sie das so verknüpfen können, weil für mich sind eigentlich Assassinen ja eher, ne, so flinke, agile Killer, so die im Schatten agieren und sowas, und Wikinger sind für mich eigentlich große Berserker mit Äxten, so die halt da durch die Gegend marodieren und
keine Ahnung, Raufhandel an jeder Ecke suchen und sowas. Und das sind die Assassinen für mich eigentlich nicht. Deswegen bin ich gespannt, wie sie da diese Kreuzung schaffen zwischen diesen beiden Mythologien, nenne ich es jetzt mal. Der Trailer sah unfassbar gut aus. Wenn das Ding dann natürlich auch für die PlayStation 5 irgendwann kommen sollte, ich habe mir jetzt noch nichts vorbestellt. Es gibt ja die große Box schon vorzubestellen. Bei Ubisoft habe ich noch nicht gemacht. Ich hoffe, dass da eine PS5-Version von kommen wird, die ich mir dann zulegen werde. Geil. Da, also, das ist, das werde ich, ja, aber hallo. Ich glaube, das würde auch unter PS4 Sinn machen. Und zwar rede ich von einem weiteren Remake eines alten Rollenspiels, und zwar meines Lieblingsrollenspiels aus einer bestimmten Reihe, nämlich aus der Final Fantasy Reihe, und mein Lieblingsspiel aus der PlayStation 1 Ära. Und zwar, wer meinen Kanal verfolgt, der weiß, was jetzt kommt, nämlich Final Fantasy 9. Für mich ist Final Fantasy 9 mein Herzens-Final Fantasy, denn das war das erste, was ich gespielt habe, und ich glaube, das ist bei vielen Leuten dann so, das erste Final Fantasy oder das erste Spiel einer bestimmten Reihe, was sie spielen, finden sie dann großartig und die anderen kommen da einfach nicht gegen an. So war es bei mir auch. Ich habe Final Fantasy 9 damals gespielt und danach Teil 8, den fand ich auch gut, habe ich aber mehr so durchgerusht irgendwie. Danach kam Teil 7, den habe ich dann abgebrochen, weil zu dem Zeitpunkt Teil 10 rauskam für die PlayStation 2, und das ist auch ein unfassbar gutes Ding. Aber Final Fantasy 9, wie gesagt, ist mein absolutes Lieblings-Final Fantasy, weil ich einfach, ihr wisst das auch, lieber Fantasy mag. Wie so Science Fiction und Steampunk und was weiß ich, was das alles so war. Und dieses Industrial-Ding von Final Fantasy 7 ist auch cool auf jeden Fall. Aber Fantasy, das ist eher meins, und da hat das Ding auf jeden Fall ins Schwarze getroffen damals. Und natürlich, wenn davon ein Remake kommen würde, so aufgebrezelt, wie das jetzt mit Teil 7 gemacht wurde, mein Gott. Das, also, bitte, Square, Enix, wer auch immer, wherever, whatever, wer das sieht, macht davon bitte so ein Remake. Dafür würde ich, keine Ahnung, alles bezahlen. Egal, der Final Fantasy 9 auf jeden Fall, allein schon wegen des Fantasy-Aspekts, ne, ist das für mich das beste Final Fantasy mit Teil 10 zusammen. Deswegen davon ein Remake, das würde mich definitiv von WoW Classic weglocken. Für das letzte Spiel habe ich mir jetzt mal die Farben im Hintergrund ein bisschen gemischt, weil ich dort nicht jetzt sagen könnte, für welches System ich das kaufe. Natürlich, wenn es jetzt nur für die PlayStation 4 kommt, am Anfang ist es klar, dann würde ich es dafür kaufen oder für die PS5. Aber es könnte natürlich auch gut sein, dass es für die Switch rauskommt, denn vom Grafikstil her müsste das eigentlich auch machbar sein bei den neueren Teilen. Und zwar rede ich hier von... Es ist wieder ein Rollenspiel und ihr werdet es jetzt eh wissen. So, wer das jetzt nicht weiß, der hat noch nie ein Video von mir geguckt, glaube ich. Nämlich, ich rede von Ni no Kuni 3. Ja, ich habe jetzt ein bisschen gespoilert für mein nächstes Pickup-Video, denn ich habe mir tatsächlich endlich Ni no Kuni 1 für die Switch gekauft. Bleibt eingeschweißt, wobei, ich weiß es noch nicht, vielleicht zocke ich es da auch nochmal drauf. Denn das ist, wie es schon 100-mal erwähnt wurde hier auf meinem Kanal, ist das mein Lieblingsspiel aus dem letzten Jahrzehnt. Und das Konsolen- und Generationenübergreifend, weil es einfach ein unfassbar schönes Rollenspiel war. Ne, ich habe mir damals die Collector's Edition davon gekauft, die Wizard Edition, oder so hieß das Ding, glaube ich, was im Nachhinein eine sehr, sehr gute Entscheidung war, denn das Ding ist ewig ausverkauft und relativ viel wert mittlerweile. Es steht hier schön in meiner Vitrine neben der Collector's Edition von Teil 2. Teil 2 fand ich auch sehr, sehr gut. Hat es nicht so ganz in meine Top 10 des letzten Jahrzehnts geschafft. Wer war kurz knapp dahinter, so auf 12, 13 irgendwie. Aber auch das fand ich unfassbar gut, weil es einfach genau meinen Geschmack getroffen hat. Sie haben einige Neuerungen reingebracht. Viele fanden diese Neuerungen blöd, ne, weil sie irgendwie dachten, ja, was soll das denn jetzt? Komplett anderes System. Ich fand es aber sehr, sehr gut, weil halt sie weggegangen sind von dem System, was sie hier hatten, ne? Von diesen Monstersammeln und den ganzen Krempel. Das gab es hier nicht. Hier gab es dafür eine kleine Stadt, die man sich aufbauen konnte. Oder einen Taktik-Strategie-Part, den man spielen konnte. Fand ich sehr, sehr cool. Hat mir mega viel Spaß gemacht, unter Stadt aufbauen und den ganzen Kram. Richtig, richtig tolles Spiel auch. Deswegen, wenn ein Teil 3 kommen würde von Ni no Kuni, also das wäre so auf einem Level mit einem Final Fantasy 9 Remake oder mit Diablo 4 meinetwegen. So, diese drei Dinger, die sind, glaube ich, auf einem Level bei mir. Und wie gesagt, Ni no Kuni 3, wenn es kommen würde, ich glaube, das wäre sogar ein Spiel, was ich mir für die Switch und für die PlayStation 4 oder 5 kaufen würde. Einfach nur, damit ich beide Versionen habe, weil das ist, ne, einfach
grandioses Ding. Ja, das wäre definitiv was, was mich von WoW Classic wegholen würde. Um nochmal ganz, ganz kurz abschließend auf das hier zurückzukommen. Gerüchte stehen ja tatsächlich im Raum, dass Burning Crusade als Classic-Version kommt für die Classic-Server. Und das, ich muss ganz ehrlich sagen, wäre für mich nochmal eine Hausnummer höher als jetzt Classic schon. Weil Classic ist okay, Classic macht mir Spaß, ne? Ich bin deswegen voll abgestürzt wieder darauf, habe aber früher ja Classic nicht gespielt. Also Reed, also Vanilla habe ich nicht gespielt. Ich bin erst mit diesem Ding hier eingestiegen, mit Burning Crusade. Und wenn jetzt Burning Crusade auf die Classic-Server kommt. Ey, wir haben da alle so unfassbar Bock drauf. Ich glaube, sogar der Herr Consolero hat schon gesagt, wenn das kommt, ja dann gucke ich mir das aber, glaube ich, auch mal an. Deswegen, wenn das hier kommt, ich glaube, dann sind die anderen Sachen, da haben sie es echt schwer, mich von dem Spiel wegzuholen. Naja, das wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Wie gesagt, anfangs war es ein kleiner Gag, aber das ist schon eins, worauf ich mich auch mega freuen würde. Nur mal so am Rande erwähnt. Ja, das waren meine Spiele, die ich mir wünschen würde, beziehungsweise die mich vom WoW Classic weglocken könnten, würden. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, denn das sind natürlich jetzt so Spielewünsche, die man sich generell wünscht. Das hat jetzt nicht mal unbedingt was mit WoW Classic zu tun, aber das ist natürlich schon jetzt alles Hausnummern gewesen, die unfassbar krass sind. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was für euch so Spiele sind, die ihr euch wünschen würdet für Fortsetzungen, ne? Da kann man natürlich ein extra Video draus machen, so Videospiel-Fortsetzungen, verdammt nochmal, jetzt nochmal von vorne. Da könnte man natürlich ein extra Video draus machen, aus Videospiel-Fortsetzungen, die ich mir wünsche oder sowas, aber im Grunde ist das ja das Gleiche gewesen gerade. Deswegen, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht packe ich auch noch einen Kommentar rein mit noch weiteren Titeln, die ich mir wünschen würde, beziehungsweise die mich vom WoW Classic vielleicht wegholen könnten, weil da gibt es mit Sicherheit noch einige Spiele mehr. Nun denn, schreibt mir gerne das irgendwie in die Kommentare und dann können wir gerne da ein bisschen rumschreiben und diskutieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!